Liebe Zuschauer, sie ist die jüngste Schlagerkünstlerin mit 2 Alben an der Spitze der offiziellen deutschen Charts. Sie blickt auf erfolgreiche Tourneen zurück. Letztes Jahr gab es dann die erste großen Karrieredämpfer. Und sie hat sich jetzt gesammelt, startet voll durch und spricht jetzt so offen wie noch nie. Bei uns live im Fernsehen. Vanessa Mai. Hast du jemals schon mal jemanden zurückgelegt? Zwischen Karriererückschlägen und Kinderwunsch. Vanessa Mai auf dem Weg zurück nach ganz weit oben. Und wir freuen uns, dass du da bist. Guten Morgen, Vanessa. Guten Morgen. Du hast ein Lebensmodell, bei dem viele sagen, das ist eigentlich ganz schön, aber mein Partner sehe ich auch ein paar Stunden gerne mal nicht am Tag. Dein Mann, Andreas, ist gleichzeitig dein Manager und organisiert dein Berufsleben. Wie organisiert man das? Bitte? Nicht nur das. Auch das Privatleben? Voll. Ja, das ist schön so. Wie organisiert man sich denn, wenn man als Paar quasi 24 Stunden aufeinander hockt? Nee, man muss, glaube ich, dafür gemacht sein. Also ich kann da nur von mir sprechen. Ich mag es, er auch. Wir sind da so eine Symbiose irgendwie. Es passt ganz gut. Das ist echt, kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal mehr als 3-4 Stunden getrennt waren. Ist das wirklich so? Mhm. Und hat man, wie schafft ihr es denn, das Berufliche dann auszublenden? Kann man dann wirklich über Privates sprechen oder ist beruflich gleich privat? Tagesabhängig. Also es gibt Tage, da gibt es nur Job so und dann ist es auch okay. Und dann gibt es Tage, da haben wir keine Lust und dann gibt es Tatort, Pizza und Couch und Hund. Und dann gibt es eine Mischung. Also wir machen uns da keinen Stress, es gibt keine Regeln. Jeder kennt sich so gut und es ist wie ein bester Freund, ein Partner, ein alles. Ich habe es eben schon angesprochen, du bist die jüngste deutsche Schlagerkünstlerin, die in den offiziellen deutschen Charts, also komplett für das ganze Dach, 2 Alben ganz oben hatte. Du bist unfassbar erfolgreich gewesen. Man hat dich überall gesehen. Man hat gesagt, ach, guck mal, ein frisches Gesicht aus dem Schlagerbusiness. Das finde ich ganz toll. Und die strahlt auch noch. Die ist freundlich. Die hat ein Herz. Und irgendwie wollte man mehr von dir sehen. Und es hat alles super funktioniert. Und letztes Jahr gab es sowas wie, wenn man es so aus Filmen kennt, ne? So ein Karriereknick, so ein Dämpfer. Wie hast du das für dich erlebt? Was ist passiert? Ich habe einfach angefangen, mein Wertesystem neu zu definieren. Also das hat mir auch geholfen, da rauszukommen wieder, weil du kommst irgendwann in so ein typisches Hamsterrad und fängst an, nicht mehr Dinge wirklich wahrzunehmen und hechelst Dinge hinterher, die eigentlich so unbedeutend sind. Eben diese Nummer-1-Alben, diese Gold und Platin, hier ausverkauft, hier größer, da spektakulärer. Das sind so Superlativen, mit denen ich jetzt gar nichts mehr anfangen kann. Ich bin super stolz drauf und ich wünschte mir schon, ich hätte es mehr wahrgenommen damals. Aber umso mehr nehme ich jetzt alles wahr. Und seitdem ich überhaupt nicht mehr darauf aus bin, diese ganzen Meldungen denen hinterher zu jagen, kommen sie Gott sei Dank auch von alleine. Das ist was Schönes, aber ich bin nicht mehr davon abhängig, was meine Stimmungslage angeht. Also ich lasse mich nicht mehr von außen beeinflussen, ob ich glücklich bin oder ob ich zufrieden bin. Also ich habe meine Quellen zu Hause vor der Tür, die mir so viel Glück geben, so echtes Glück halt. Und welche Werte sind dir heute wichtig, wenn du sagst, ich habe mich komplett umorientiert? Die Dinge einfach genießen. Also ich war jetzt zum Beispiel auf Fuerteventura auf dem Videodreh für die neue Single vom neuen Album und habe das wahrgenommen wie sonst nie. Ich gehe raus, ich atme ein, ich gucke in die Sonne, ich genieße es, ich lasse mich nicht stressen, ich bin dankbar, dass ich es machen darf, dass ich ein Video drehen darf für mein Album. Das sind Dinge, die man einfach anders sehen muss. Das klingt so ja, aber spirituell. Demut. Ich höre Demut raus und ich finde, man sieht die Freude daran, dass die Musik vielleicht anders Spaß macht und dich anders erfüllt. Wir gucken mal in Venedig rein. Darf das immer noch machen. Richtig. Und man ist dann eher anders dankbar. Wir haben gerade eben schon kurz von dem Gespräch noch mal ein bisschen gequatscht. Du bist ja auch jetzt Schauspielerin. Du bist offiziell Schauspielerin und hast im deutschen Fernsehen den ersten Film gehabt. Das ist verrückt. Ich bin auf Wikipedia. Man macht das immer noch. Man guckt auf Wikipedia und guckt, was du googelst dich selber. Nein, das nicht. Aber man guckt dann so. Und dann stand da tatsächlich Sängerin und Schauspielerin. Ich dachte, wow. Okay, krass. Ich selber würde mich so nicht nennen, weil ich denke, so nach einem Film, das ist so völlig, ich weiß nicht. Aber man hat geschauspielert und es kam so toll an. Und ich habe jetzt wirklich Lust. Nochmal zu machen. Es ist schön, dass wir dich jetzt so erleben, wie wir dich gerade sehen. Dein Album ist draußen für immer. Mhm. Tour kommt. Im Herbst, genau. Im Herbst kann man sich jetzt natürlich schon Karten kaufen und wir erleben natürlich eine neue Vanessa Mai. Und dann vielleicht auch noch mit mehr Schauspielerei. Ich würde mich freuen. Ich mich auch. Viel Erfolg. Danke, danke fürs Gespräch.